Im Moment sind ja wieder viele in Australien. Verfolgen Sie es und wer ist Ihr Favorit? Ja, ich kommentiere es sogar für eine Zeitung. Und es ist also ein ganz anderes Dschungelcamp als im vergangenen Jahr. Wir waren eigentlich noch unbeschwert, weil da alles drumherum auch in Ordnung war. Und jetzt ist natürlich, haben die Menschen sehr, sehr viele Probleme in Australien. Mein Herz ist bei all den Menschen, die jetzt im Moment in Australien betroffen sind, auch davon. Ich habe gestern mit einem der Ranger kommuniziert, der mich aus dem Dschungel damals begleitet hat, sagte, du warst einer von uns und wir haben dir die Daumen gedrückt. Und es war eine tolle Zeit. Ich habe das unheimlich genossen. Ich würde es sofort wieder machen. Aber natürlich, ich verfolge das jeden Abend mit großem Interesse. Und ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich hoffe, dass alle auch gut und gesund wieder zurückkommen. Na gut, der Minister hat einen frühen Abgang gemacht. Passiert. Aber ich denke mal, die da geblieben sind, die werden noch viel erleben, viele Abenteuer erleben. Ich wünsche jedem von Ihnen, dass Sie diese Zeit genießen. Sie ist unwiederbringlich. Ich habe immer gesagt, ich gehe nie in den Dschungel. Und als ich drin war, habe ich gesagt, ich bleibe drin bis zur letzten Sekunde und bin es geblieben.